nochmal hin. Huch, das war das Falsche. Da sollst du nochmal hinkommen. Virtual Reality Environment Demonstration. Liebe Antwort, das ist jetzt der zweite Versuch. Du wirst wohl sehr viel besser wegkommen, wenn dir jetzt die saudumme Kuh und die Trulla, wie gestern angekündigt, ein Antwortvideo für die Antwort machen wird. Wird. Englisch für Wort. Ja, da du ja die englische Sprache so gut wie gar nicht leiden kannst, da du ja auch den anderen Sprachen gegenüber gar nicht so offen bist, ja, denn das, was du nicht aussprechen kannst, das verstehst du auch nicht. Ich bin mal gespannt, wann nur die 65 Glaubenssätze von der Antwort endlich mal alle zusammen haben. Ich fange mal an. Ich brauche Fleisch. Erster Glaubenssatz, ja. Da wären wir schon beim nächsten Thema nach Alkohol, das ich hier noch anbringen wollte, nämlich Earthlings, ja. Der Film Earthlings. Habe ich vorhin schon mal erzählt. Der Film Earthlings, ja, wir sind alle Erdlinge, hier auf diesem Erdenplaneten. Die Tiere, die Pflanzen und die Menschen. Erdlinge. Ich will mal die Spannung ein bisschen lockern. Schön, oder? Alles Erdlinge hier. Sie konnte mich bisher immer am besten trösten. Glaubst du das, liebe Antwort, dass Musik heilsam ist? Glaubst du mir, liebe Antwort, dass Tanz eine Lösung ist? Glaubst du, liebe Antwort, dass Wasser ein gutes Lösungsmittel darstellt? Ja? Wasser! So mit dem, das gleiche Wasser, mit dem ich gestern deine Tür hier geputzt habe, als du in der Badewanne gelegen hast, ja? Das Wasser, noch ein bisschen Frosch im Hals, Froschspülmittel, ja? Ich rotze nicht ohne Grund in deine alten Bierpullen rein. Was nämlich scheiße ist, was da drin ist. Ein alternatives Bier, ein Abi. Habe ich letzten Winter schon mal ein schönes Radio drüber gemacht, über das Abi, ja? Vielleicht möchtest du ja irgendwann dir mal in Gedanken schon mal die Zeit nehmen, dir das irgendwann mal anhören zu wollen.
unser beider Drama, das wir hier seit über einem Jahr vor den Lauben von aller Leuten, vor den Augen von aller Leuten hier abziehen, ja? Dieses Drama, dieses Jahrtausende alte Drama, ja, diese Bühne. Nur ist es keine Bühne mehr, Freundchen. Wenn du abends nackt ankommst und dann so Sachen raushaust wie schmeiß dich raus, nur weil du nicht drauf klarkommst. Nur weil du auf mich nicht drauf klarkommst, auf die Abby, ja? Das frommste und keuscheste Wesen auf Erden, das nur das Beste will für jeden Einzelnen. Und die Tiere. Die Tiere sind nämlich meine Freunde. Ja, die können mich umarmen, die können mir Trost spenden, nicht so wie du. Überleg dir mal, was du gestern abgezogen hast, ey. Und die ganze Nacht und heute Morgen. Diese Wut in dir, die dich mal wieder nicht hat schlafen lassen. Ja, übers Knie legen willst du mich. Da frage ich dich, wo ist denn da die Ignoranz? Hä? Wo ist denn da die Ignoranz nicht vorhanden auf deiner Seite? Dass du mich schon seit so lange du mich kennst, nur weil du mich nicht ins Bett bekommen hast, ja? Mich noch tadeln möchtest, mich noch zurechtstutzen möchtest, mich noch übers Knie legen willst. Immer noch. Und ganz besonders, wenn du Alkohol getrunken hast. Und ganz besonders, wenn noch andere Typen im Raum sind und die auch Alkohol getrunken haben. Wie kann denn das sein, dass ich ja als Mädchen immer alleine bin? Du kennst doch so viele Menschen, du kennst doch so viele junge Damen, so viele ältere, du kennst doch so viele Menschen. Wieso gibt es da keine Schwester für mich? Wieso interessiert denn dich die Abby überhaupt? Ein Scheißdreck. Wieso interessiert denn dich das nicht, dass ich fromm bin, dass ich nur meinen Liebsten liebe? Auf diese eine Art und Weise und dass kein anderer mir irgendwie an meinen Körper kommt, der anderes will. Ich bin sensibel und ich möchte nicht beschmutzt werden. Ja? Und gestern kam mir der Gedanke, ja, dass es mein Vater mit meiner Mutter eigentlich ziemlich gut hatte. Ja? Denn sie ist nicht den Augen und den Wichsereien von anderen Typen ausgesetzt, die sich auf sie in runterholen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Dass sowas möglich ist und dass es schlechte Energien sind, die da existieren. Diese elende Scheißgeilheit, ja, Frank-Willi Ludwig, die muss endlich beiseite gelegt werden. Die natürliche Lebensform des Menschen ist nackt, genauso wie du das immer propagierst. Nur sind das deine eigenen vier Wände und alles andere interessiert dich nicht, was hier noch so rumkreucht und fleucht. Hauptsache du kannst einen Macker raushängen lassen oder was. Ich wäre auch gern nackt. Ich wäre auch total gern nackt, aber es geht als Mädchen nicht in dem Patriarchat, wo sie dich alle nur vergewaltigen und ficken wollen. Es geht nicht anders. Wann lernst du mal mein Bruder zu sein? Hä? Wann hörst du mal auf den Scheißel zu saufen? Wann fängst du mal an mit Wasser? Das ist ein echtes Lösungsmittel. Wasser. Reinigen. Mal wieder einen Handstand machen. Du hast noch nicht immer einen Handstand gemacht oder ein Rad geschlagen. Und du wirst mir sagen, du kannst Kung Fu? Hallo? So wie der Martin Koch, ne? Kann keinen Handstand, aber geht zum Kung Fu-Unterricht. Kung Fu? Wow. Du bist wirklich als Krieger auf dem Flachfeld gestorben, auf dem Schlachtfeld. Genauso wie du damals untergegangen bist, so machst du ja heute im Internet weiter. Lösungen, wir brauchen Lösungen. Und das mit dem Schnarchen hast du nicht verstanden gestern, oder was? Das Schnarchen. Hallo, es ist langweilig, ich kann es nicht mehr hören, dieses Geleier. Wann kommt denn meine Lösung? Ja? Und jetzt möchte ich dir mal die Zielgruppe, die du eigentlich ansprichst, möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Wer sind denn die Menschen? Wer gehört denn zu den Menschen, die dafür sorgen, dass eine Gesellschaft, dass eine Menschheit nicht ausstirbt? Das sind doch nur die jungen Mädchen im gebärfähigen Alter oder die Frauen, die jungen Weibchen im gebärfähigen Alter. Sind es nicht diese, die eine Regel haben? Ja? Menschen mit einer Regel sind doch der Regel nach Frauen. Oder Mädchen, bei mir ging es schon vor meinem 10. Geburtstag los. Ja, das, was du nicht abkannst, das Blut, was die meisten Kerle nicht abkönnen. Ja, was die ganzen Frauen jeden Monat, die noch ihre Tage haben, ja, jeden Monat ins Klo runterspülen,
diese ganzen Eier, diese ganze unbefruchten Eier, die werden alles Chlor runtergespült und das ganze Blut wird alles zusammen mit den ganzen Tampons und den ganzen Binden und das wird alles, dafür werden Wälder abgeholzt, ja? Nur damit die Kerle das Blut nicht sehen können, das aufgrund dieser unnatürlichen Lebensweise, in der die Weiber hier in Deutschland dahin vegetieren, ja, mit 1,02 Kindern pro Leben und Frau oder so. Hallo? Wer sind denn die Menschen, die dafür sorgen, dass das andere, dass das nicht ausstirbt hier? Wie kann denn das sein? Ha? Was ist denn mit deiner Mutter? Erzähl uns doch endlich mal was von deiner Mutter, liebe Antwort. Die verrückt durchs Dorf rennt, wo dann die Nachbarn irgendwen deine Schwester anrufen müssen, damit sie sie wieder einfängt. Wieso ist denn deine Mutter alleine? Wieso trinkt denn deine Mutter Wein? Ha? Wieso hast du dich so gegen deine Mutter abgepanzert? Wieso verstehen sich deine Oma und deine Mutter nicht? Wieso können die nicht miteinander aus? Wieso verstehen sich deine Schwester mit deiner Mutter nicht? Wie kann denn das sein? Wieso ist denn deine Schwester sauer auf dich, dass du Leon hier irgendwie total dich zurückgeschickt hast? Wie kann denn das sein? Was ist denn hier schief? Was geht denn schief in deinem Leben? Junge, wieso kannst du die Nacht nicht durchschlafen? Wieso musst du wütend auf mich sein? Auf mich? Hallo? Wie kannst du wütend auf mich sein? Der die ganze Welt mehr am Herzen liegt als irgendwas anderes. Ha? Wie geht denn das? Hallo? Können wir vielleicht irgendwann mal eine Verbindung zueinander aufbauen? Mal eine echte Freundschaft? Irgendwas? Irgendwas Echtes? Nicht immer dieser Müll hier von irgendwelchen Leuten da draußen. 70 Abonnenten, juhu, toll! Zeit, dass sie sich alle hassen. Zeit wird's. Also wie du dich benimmst, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Mich übers Knie legen wollen, Alter. Das hat noch nie jemand gemacht, nicht mal mein Alter. Verstanden? Sowas geht nicht. Sowas kannst du nicht bringen. Niemals. Du Arschloch! Hier noch weiter. Die hatte ich vorhin schon mal laufen. Meine ganze Familie kein Alkohol und es gibt auch keinen Alkohol bei uns zum Beispiel, wenn die Gäste kommen. Also wir stellen keines Prosecco auf den Tisch oder sonst irgendwas, auch wenn, was weiß ich, irgendwelche Leute noch zu uns kommen. Weil ich bin hellsichtig und für mich ist es nichts Schlimmeres gibt, als ein Mensch zu sehen und mit einem Mensch zusammen zu sein in einem Raum, welcher alkoholisiert ist. Also die Aura von einem alkoholisierten Mensch ist gruselig fast. Also man kann es nicht anschauen. Ich mag es nicht anschauen. Vielleicht gibt es ja auch Hellsichtige, die auch selber trinken und für denen ist es okay. Aber für mich sieht die Aura verzerrt aus. Es ist nicht nur diese Verzerrung, was dabei so schlimm aussieht, sondern diese Bewusstseinsveränderung, was da bei dem Mensch eintritt und dabei diese Eindringungen von den fremden Energien. Es sieht oft wirklich nicht schön aus. Ich sehe so, dass alles, was unsere Bewusstseinsveränderung bringt uns aus unserer Mitte, aus unserer Göttlichkeit, aus unserer Schöpferkraft. Der Mensch ist nicht mehr der Herr seines Körpers, nicht der Herr seines Geistes, offen für Manipulationen, offen für Programmierungen, offen für Ofen für Manipulationen, Ofen für alle möglichen energetischen Verbindungen. Und dann wundert man sich, warum das Leben ist nicht so schön. Da wundert man sich, warum das Leben ist nicht so schön. Du saudumme Kuh, die Trulla, die saudumme Kuh.
Wegen mir kann er nicht schlafen. Mir, im Russischen heißt Friede. Wegen dem Frieden kannst du nicht schlafen. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Da, guck. Ja, ganz oben steht Earthlings. Earthlings. Ja, Earthlings. Earthlings, mein Lieber. Earthlings. Und ich sag's auch gerne nochmal. Ich habe mir den Film komplett angesehen. Ja, unter einem Schleier von Tränen. 1 Stunde 50 Minuten habe ich mitgeführt und mitgelitten mit all diesen Tieren, die dort leiden mussten. Ich habe den Weltschmerz durch mich durchgefühlt, ja. Und es wird Zeit, dass du deine Ignoranz diesbezüglich mal hinterfragst, ja. Wie kann denn das sein, dass du das nicht sehen möchtest, hier in Indien, wo die Kuh so heilig ist, ja. Da wird die Kuh, natürlich gibt es da Regeln, die Kuh darf nicht geschlachtet werden, aber die Kuh darf so lange gequält und verkrüppelt werden, bis sie von alleine zusammenbricht, ja? Sowas in der Art. Ja. Das ist Pflichtprogramm für jeden Menschen, der Fleisch isst. Und der denkt, er bräuchte Fleisch. Earthlings, Erdlinge. Ja. Könnt ihr mal einen Trailer angucken zusammen? Primary life forces exist on this planet. Nature. Animals. And humankind. We are the Earthlings. Mal los. Make the connection. Ja, ich trinke Wasser mit Zitronensaft. Du kaufst immer so fleißig Zitronen für mich ein, ja? Wann kaufst du mal die Zitronen für uns? Wann möchtest du mal mitmachen? Wann möchtest du mal anfangen, das Tolle, was ich hier vorlebe, auch mal zu erkennen, dass es gut ist oder vielleicht mal auszuprobieren, dass es gut ist, was sie tut, ja? Und dann mal den Sinn daran erkennen, warum sie das tut und wie sie dazu kam und was dann dadurch sich verändert haben könnte. Das Wertvollste auf Melmark war Schaum. Ja, ich werde gleich wieder lauter. Schaum war das Wertvollste auf Melmark. Zitronensaft mit Wasser ergibt viel Schaum. Das ist Schaum, das ist Reinigung für deinen Körper. Damit fängst du morgens an. Und nicht mit dem Kaffee. Was macht denn das für einen Sinn, dass du das ganze Zeug nur mir hier anschleppst? Es geht um uns. Es geht darum, dass du dein Leben änderst. Genauso wie ich mein Leben geändert habe. Und weiterhin ändern werde.
haben die immer noch nicht realisiert, die ganzen Menschen, die alle noch mit Geld handeln, die alle noch einkaufen gehen, die alle das ganze Leid noch nicht spüren. Ich mach das nicht mehr. Ich habe mir diese Energie entzogen. Warum kapiert das eigentlich keiner? Wieso nimmt mich überhaupt keiner wahr? Aufgrund dessen habe ich deshalb denn mein Stimmrecht verloren? Nur weil ich kein Geld mehr benutze? Ist das dann nicht mehr wichtig, was ich zu sagen habe? Hallo? Ja. Mit sowas beschäftige ich mich. Die reden Englisch, ununterbrochen, ja? Weil das nämlich total wichtig ist, was hier kommt. Sand im Getriebe. Ey. Ich will's nicht lassen. Ich brauch's nicht. Ich brauch's einfach nicht. Ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Geht doch, Räder selbst gemacht. Ja, neues Laserhawk-Video von Neros. Hm. Genau. Ich suche noch was, meine Lieben. Und zwar eine Time-to-Do-Sendung. Göttin. Erinnerst du dich noch, Christian? Christian Neinensch. Als wir das zusammen irgendwie, als ich dich dazu animieren wollte, das mit mir anzusehen, ja? Weil das total wichtig ist. Weil es total wichtig ist, was da wieder gesprochen wird. Aber interessiert den ja nicht. Interessiert den ja nicht. Ich möchte nur wissen, ich möchte diese eine Stelle finden, wo der das sagt. Ja? Diese eine Stelle nicht finden. Herodot von Griechenland hat viel erzählt, Dinge, die nicht zu beweisen ist. Eine von ihnen, er gibt Kadmos, Kadmos ein Alter von 4200 Jahren. Kadmos Elo oder Hermes Kadmilos, das ist in Griechenland die älteste dieser zwei Kabbalio-Götter. Diese Unterlagen hat Professor Max Frenkel seit 100 Jahren, er ist Archäologe aus Berlin, gezeigt, war 19 mal 4, was sind sie? 76. Genau das, das ist Kalimos. Das heißt, diese Scheibe, wir machen nicht alle Lösungen heute. Morgen haben wir viel, viel Zeit. Und zeigen wir all. Ich muss da mal links sehen. Noch nicht ganz verstanden, was da rauskommt. Wenn wir Frauen sind, wirklich in einer Religion so beteiligt, wird diese Gewalt in vielen Ländern, auch in Syrien, nicht so herzenlos wie jetzt. Sondern vieles wird sanfter. Die Frauen waren immer anders. Diese Frauenreligion wurde leider überlagert von patriarchalischen Olympia-Religion oder ähnlicher Religion. Und seither gibt auf dieser Welt brutale Gewalt. Die Frauen sind ganz anders. Das heißt, vor vielen tausend Jahren haben sich quasi die Männer an die Macht geputscht. So kann man ruhig sagen. Gibt es Überlieferungen, was geschah? Wahrscheinlich gab es da auch Mord und Totschlag. Die Frauen wurden dann unterdrückt und wahrscheinlich ums Leben gebracht, dass die Männer an die Herrschaft. Wir haben nur zwei, die kann man indirekt, da nach der großen Siege von Hammurabi und viele Männer Batariachate, es gibt nur diese Bilder, die Krönung von Großfürst Simmerlin von Mari wird von mir immer gezeigt und gezeigt ganz eindeutig, dass dieser König aus Hammurabi-Zeit oder ein paar Jahre vor Hammurabi wird von zwei hohen Priesterinnen so, also die wir heute nicht haben, kein Land der Welt, wo zwei hohe Priesterinnen wie der Papst einen König die Krone geben. Da muss der Papst die Krone setzen. Da waren sie Frauen. Aber die Frauen sind nicht mehr heilig und nur Männer sind heilig. Und seither gibt es Kriege auf der Welt und nicht eine normale, sondern brutale Kriege. Weil überall haben diese Leute Versprechungen. Alle sind ganz besonders, die Inder, alle beiden Religionen und alle diese Patriarchate sind so überzeugt, dass sie Recht haben und nur weil sie Männer sind oder diese Religion, patriarchalische Religion haben, die sind so besonders und die Frauen sind das Allerletzte. Deshalb haben wir dieses Bild gezeigt,
mit dieser Frau, die man sie als Nutte und Lusthäuser, dieser Frau Gräfin Eberbein. Und dieses Buch und dieses Heft zeigen sie, sie ist die anständigste Frau Schweden, Europa und in diesen 500 Jahren. Diese Frau hat 30-jährigen Krieg beendet, das kann man auf diesem Bericht herausfinden, alle ihre Geheimleistungen, und sie gilt heute leider überall für uns und die Welt als Lustfrau und Lusthaus und alles zu tun, was sie wirklich insgeheim getan hat für die Deutschen. Bis heute haben die Deutschen und die Menschen in Mitteleuropa nicht gewusst, die Schweden würden niemals kämpfen und sterben in Mitteldeutschland. Nur der Stamm, wo die Brahe Macht und Einfluss haben, und nur General Niels Brahe und Gustav Adolf tat es aus Liebe für seine Freundin, dass er General und Feldkommandant gekämpft hat. Somit war der 30-jährigen Krieg dann dieser Frau irgendwann mal beendet. Und ich habe sie in meinem Namen, im Namen aller Frauen und aller Menschen, die Aufklärung lieben, Aufklärung des Alles, dass diese Frau war die bedeutendste Persönlichkeit in diesen 500 Jahren in Brasilien, im Zentrum, wo wir sitzen, im ganzen Gebiet hier. Reicht doch, oder? Mehr müssen wir doch dazu nicht sagen. Also ich frage nochmal, wer ist denn die Zielgruppe für eine Volksentscheidung? Hä? Frag doch erstmal die Mädchen. Versuch doch mal an die ranzukommen. Wie kommst du denn an die eigentlichen Machthaberinnen ran, die dafür sorgen, dass die Welt nicht untergeht? Vielleicht sind es ja schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden nur die Frauen, die diese Welt noch am Laufen halten, ja, damit ihr im Patriarchat Geborenen euch sich sonnen konnten, den Herren der Schöpfung, ja, dass ihr hier so ein Spiel spielen könnt. Naja, manch einer nennt sie Terroristen, andere sind einfach nur in ihrer Religion so, dass sie eben sich verschleiern. Ob das jetzt komplett so ist, ja? Wenn du die Augen siehst oder ob da hier noch irgendwie was frei ist. Wo ist denn da der große Unterschied, hä? Wo ist denn da der Unterschied, Alter? Ja, wir leben in einem Vermummungszeitalter. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich ja eine Mütze trage? Am liebsten trage ich sie zwar nicht, aber es ist notwendig, behütet zu sein. Selbst hier in diesen heiligen Hallen. Ja? Heilige Hallen. Sag nie wieder sowas über meinen Vater. Du hast überhaupt nicht das Recht dazu, über ihn zu urteilen. Du hast ihn nämlich niemals kennengelernt. Verstehst du? Und im Gegensatz zu dir hatte ich einen Vater in der Kindheit. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, das du nicht gerne ansprechen möchtest, ja? Wollen wir einfach mal tolerant gegenüber? Wollen wir uns einfach mal akzeptieren, so wie wir sind? Fängst du mal an, mich zu akzeptieren, so wie ich bin und mich nicht immer übers Knie legen zu wollen? Oder vielleicht änderst du mal irgendwas an deiner Art und Weise, dass ich nicht immer austicken muss? Ich reagiere, ja, ich bin reaktionär, ich bin weiblich, ich nehme den ganzen Scheiß in mich auf. Es ist nun mal so. Der ganze Müll, der davon kommt. Und dir ist anscheinend noch nicht aufgefallen, wie viel Hilfe ich dir hier angedeihen lasse in deinem ganzen Fortkommen, in deiner dummen, ignoranten Art und Weise, mit diesem blöden Computer hier umzugehen. Willst du einfach nur mal auf das achten, was du tust, ja, like Prentice Mulford. 100% bei den Dingen sein und nicht irgendwo anders. Na, und dann merkst du mal, wie wenig du dich konzentrieren kannst. Dann lass mal den Alkohol weg und dann wirst du ganz schnell sehen, dass es ein bisschen besser läuft mit dieser ganzen Technik und überhaupt mit dem Umgang mit dem anderen Geschlecht vielleicht auch. Alkohol, ja, warum ist denn, hast du dich noch nie gefragt, warum denn der Alkohol in Deutschland so billig ist? Weil Alkohol tötet. Alkohol setzt den Menschen außer Kraft. Ich glaube, das waren deine Worte an Wolfgang gerichtet. Wer säuft denn hier regelmäßig? Das ist doch nicht der Wolfgang, das bist doch wohl du. Wie wär's, wenn du mal eine Lösung vertrittst? Ha? So wie in deinem Mea Culpa-Video. Da hast du schon das Erste, was ich von dir gesehen habe, ja, bevor ich überhaupt den Mut hatte, hier vorstellig zu werden, war dieser eine Film. Erinnerst du dich noch, was du da für mich verkörperst in diesem Film? Weißt du das überhaupt noch? Jetzt hättest die anderen Leute mal lernen, wie wir uns kennengelernt haben, wie es dazu kam. Okay? Eine Lösung. Zum Alkohol habe ich eine gute Lösung. Die lässt sich rauchen oder essen.
Und da kannst du auch noch schöne Klamotten draus machen. Da kannst du auch noch das ganze Erdölproblem auf den Kopf stellen und die ganze Welt regenerieren damit. Da hätten alle noch zu fressen, sogar die Tiere. Wie wär's mal damit, mit so einer Lösung? Du und deine scheiß Lösungen. Fick dich, mal jetzt Schluss hier.